Am Wochenende entscheidet das St. Galler Stimmvolk über das Gebiet Wil-West. Dort sollte ein Kredit gesprochen werden, um das Areal zu entwickeln. Es ist jedoch nicht einfach eine Brachfläche, sondern ein wertvolles Ackerland, wo bewirtschaftet wird von verschiedenen Bauern, unter anderem vom Zeno Stadler, der da neben mir steht und seinen Hof hinten links im Bild hat. Zeno Stadler, Sie sind gegen das Projekt Wil-West. Wieso? Was bedeutet das für Sie, wenn die Vorlage angenommen wird? Also das ist das Land, das bei uns im Betrieb so ist, die 7 Hektare. Und das Land im Betrieb so ist immer am wertvollsten. Wir haben unseren Betrieb so ausgerichtet in den letzten 20 Jahren und auch mit dem Land gerechnet. Der Kanton verspricht Kompensation. Was heisst das für Sie? Das ist natürlich ein Trugschluss. Sie sagen, die Kompensation, das ist nicht für mich selber. Das ist natürlich das Land, das hier überbaut wird. Das Ziel ist dann eine Fruchtfolgefläche. Zu erneuern. Aber die Fläche, die ist ja jetzt schon da und die nutzen die Bauern ja aus für Öko. Es hat nie grossen Widerstand gegen das Projekt. Erst jetzt haben sich einige SVP-Delegierte SVP-Delegierte dagegen ausgesprochen. Wieso erst jetzt? Ja, da bin ich selber erstaunt, dass es da nie ein Gegenkomitee gibt. Das sind aus Dorf, wo die Entlastungsstrasse reinführt. Die führt da ins Zentrum. Und meiner Meinung nach sind die Leute überrumpelt worden. Und da wird nach dies nach jetzt auch dann etwas gehen. Okay, danke vielmals für das Interview.